Braucht man dieses Wasser? Adrenalin, Kampf, es geht um Leben und Tod. Dann schrie der andere Sahabi Wasser. Dann ist er zu ihm geeilt. Als er ihm zu trinken geben wollte, kam wieder ein anderer Bruder, der rief, Wasser, Wasser. So kam er zu ihm auch an, mit dem Kübel vom Wasser. Dann verstarb der Letzte. Dann kehrte er zurück zu dem Vorgänger. Auch dieser verstarb. Und er kehrte zurück zum Ersten. Auch dieser ist verstorben. Er sagte, Subhanallah, ich komme mit einem Kübel vom Wasser und dieser Wasserbehälter bleibt voll, während alle anderen Sahaba gestorben sind, weil der eine den anderen bevorzugt hat. Was für eine Religion, die nicht zwischen Nationalitäten trennt. Das ist Islam. Hakikatan, ich sage es im Ernst, wir reden über Theorie. Warum? Weil wir das nicht leben. Wir leben das nicht. Wallahi al-Azim, bei der kleinsten Sache trennen wir uns auseinander. Und Allah Azza wa Jalla sagt, wa'atasimu bihablillahi jami'a, wa la, subhanallah, haltet fest, jetzt kommt erstmal die Basis, am Seil Allahs. Was ist das Seil Allahs? Koran und Sunnah. Haltet daran fest, daraufhin spaltet euch nicht. Wir sehen heute, dass es in der Moschee einige Brüder gibt. Dann haben sie Konflikt mit der Idara oder untereinander. Was machen sie, diese paar Brüder? 5, 6, 7 Brüder gehen und öffnen eine neue Moschee. Es kommt ein grüner Teppich herein in die Moschee. Die anderen sagen, A'udhu Billah, grün. Das ist keine schöne Farbe. A'udhu Billah, sagt er, obwohl das ist, ist nichts, was mit Sünde oder sonstigem zu tun hat. Wir wollen eine beige Farbe. Allahu Akbar. Eine beige Farbe? Ja. Von Ikea? Ja. Bitteschön. Subhanallah, aufgrund dessen spalten sie sich. Fenster auf, Fenster zu. Wir haben das alles erlebt. Ich habe über 10 Jahre eine Moschee geführt, liebe Geschwister. Wallahi al-Azim, die Brüder haben sich gestritten und sind auseinandergegangen, weil es darum ging, ob man die Fenster öffnet oder schließt. Das waren die Gründe, warum sie auseinandergegangen sind. Du wirst niemals sehen, dass Ahlus Sunnah wal Jama'ah, die richtig an der Aqidah festhalten, dass sie sich wegen solchen banalen Dingen auseinanderdriften und nicht mehr zueinander finden. Nein, vielmehr kennen wir das von den Leuten der Bid'ah. Und dass man sich spaltet und in Gruppierung geht, ist eine Eigenschaft der Mushrikun. Hört, was Allah Azza wa Jalla sagt. وَلَا تَكُونُوا كَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Und seid nicht wie die Götzendiener, sagt Allah. Das ist eine Ziffer, eine Eigenschaft von den Götzendienern, die ihre Religion in Gruppen und Parteien gespalten haben. Jede Gruppierung, jede Sekte ist froh über das, was sie hat. Jeder denkt, dass er der Richtige ist. Und sie schließen einander vom Islam. Überlegt, alle, die in der Irre sind, schließen einander vom Islam aus. Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wie Sheikh al-Islam sagte, sie sagen, der hat Fehler, aber sie schließen ihn nicht aus vom Islam. Das ist die Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Während Ahlul Bid'ah sich gegenseitig ausschließen, sich ausschließen vom Islam. Und daher möchten wir heute darüber reden, dass wir eine tatsächliche Brüderlichkeit im Islam leben müssen. Ich sage euch nicht, und wallahi, ich wäre ein Lügner, wenn ich euch sage, zwischen den Sahaba radiallahu anhum gab es keinen Streit. Natürlich gab es Streit. Nur der Unterschied, bei ihnen gab es Streit. Aber wie haben sie diesen Streit gelöst? Auf welche Art und Weise? Sie haben wen zum Richter genommen? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er ist nicht mehr da. Wen nehmen wir jetzt zum Richter? Hä? Wen nehmen wir zum Richter? Allah Mustafa. Er sagt Rechtsanwalt. Allah Yedik. Bitte schön. Koran und Sunnah. So sollten wir wieder zwischeneinander vereinen. Bei Al-Bukhari wird überliefert, dass einmal Mu'adh ibn Jabal, ich berichtete schon bereits über diesen großartigen Sahabi, ein Problem hatte mit einem anderen. So haben sie ihre Stimmen erhoben in der Moschee, bis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das aus seinem eigenen Haus gehört hat. Ihr wisst, das Zimmer von Aisha radiallahu anha war praktisch angedockt an der Moschee. Also das heißt unmittelbar in der Nähe. Später haben sie Masjid al-Nabawi ausgebaut, weiter und weiter und weiter. Aber er hat die Stimmen gehört aus der Moschee. Mu'adh ibn Jabal und der andere haben ihre Stimmen erhoben. Worum ging es? Der eine hatte bei dem anderen Schulden.
Einer hatte bei Muad ibn Jabal Schulden. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen ihnen gerichtet. Er sagte zu Muad ibn Jabal, du erlässt ihm die Hälfte der Schulden und du bezahlst die Schulden jetzt. Und dann haben sie es gemacht und das Problem war aus dem Weg. Wer hat gerichtet? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aber der Bruder hat gar nicht so Unrecht. Heute gehen wir zu jedem, außer zu Koran und Sunnah. Wer ist heute bereit, sich richten zu lassen? Auch Mann und Frau, wenn es Probleme gibt zwischen ihnen. Wallahi al-Azim, bis du hörst, sie gehen zu den Behörden und sie sagt dir, Scharia ist für mich nicht wichtig, ich brauche die Behörden. Das hören wir heutzutage. Warum? Weil diese Leute, sie geben nur vor, nach dem Islam zu leben. Aber wenn es um Al-Hukum geht, um das Urteil, dann sind sie am weitesten entfernt von diesem Urteil. Und wehe dir, dass du nur zu jemand anderen gehst, obwohl du das Urteil im Islam kennst, weil du weißt, du kriegst das Urteil, welches für deine persönlichen Bedürfnisse besser ist. Du befindest dich auf sehr, sehr gefährlichem Eis. Jederzeit bereit, durchzubrechen, dieses Eis. Und daher lasst uns darüber reden, was ist das Problem, was eigentlich zwischen uns herrscht? Warum diese Fitnen unter den Muslimen? Es gibt natürlich äußerliche Faktoren, die von außen kommen. Dadurch wird Streit erzeugt in der Moschee. Wir wollen hauptsächlich über die Moschee sprechen, damit unsere Beziehung zueinander besser wird. Allahumma alif bayna qulubil muslimin ya rabbal alamin. Möge Allah zwischen unseren Herzen vereinen. Was könnt ihr euch vorstellen, welche äußerlichen Faktoren spielen eine Rolle, damit die Geschwister untereinander Streit haben? Na, Social Media, das Lieblingsthema von Mohammed. Social Media ist ein gewaltiges, gewaltiges Problem. Inwiefern, und ihr wisst, ich arbeite mit euch zusammen, damit wir inshallah ta'ala nicht einschlafen und damit wir den Unterricht gemeinsam machen. Für mich ist wichtig, dass ihr mir jetzt erklärt, inwiefern kann Social Media dazu beitragen, dass wir Probleme untereinander in der Moschee haben. Inwiefern? Bitteschön. Beispielsweise jemand, der erfolgreich ist oder etwas hat, was öffentlich gibt, und jemand, der das gerne haben möchte, ist sicher, und ich dann neidisch ist beispielsweise. Allahu Akbar. Das ist ein Punkt. Neid. Hasad. Der entsteht genau durch diese Sache. Es gibt Leute, die sind zum Beispiel erfolgreich in der Dawa. Und die Leute hören ihnen gerne zu. Walhamdulillah, sie sind auf Kitab und Sunnah. Das ist die Basis sowieso. Nicht die Person selber, sondern eine Person ist nichts wert, außer mit was? Außer wenn er nach was handelt? Nach Koran und Sunnah. Die Person selber hat kein Gewicht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber eine Person ist erfolgreich in der Dawa. Und natürlich gefällt das manchen Leuten nicht, die innerhalb der Gemeinschaft sind. Und in den sozialen Medien, in der Presse, wird diese Person schlecht dargestellt. So kommen schon die ersten Probleme herein in die Moscheegemeinde. Was sagen manche? Schau mal, der ist Salafist, der ist gefährlich. Weil die Medien schreiben, ein salafistischer Prediger. Das schreiben sie über jeden, der an was festhält, an? Koran und Sunnah. Das geht nicht um Araber, um Türke, um Albaner. Das geht nur um Koran und Sunnah. Ihr solltet wissen, liebe Geschwister, und wir kommen gleich dazu, diesen Leuten, die Islam hassen, geht es nur darum, dass wir an Koran und Sunnah festhalten, dass wir an unserem Buch festhalten. Schaut mal, deswegen sagen sie, die Salafisten nehmen den Koran wortwörtlich. Ja, wie sollen wir ihn denn sonst nehmen? Heißt Beten Yoga? Heißt Fasten Tennisballspielen? Wie sollen wir ihn denn sonst nehmen? Was meinen sie damit? Du hältst dich an dein Buch, weil sie wollen, dass du genauso wirst wie sie. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ. Sie wollen, dass ihr Kufr begeht, so wie sie Kuffar sind. Schaut mal, subhanallah. Sie wissen, sie sind auf Batil. Sie wissen, sie haben nicht die Wahrheit. Sie wollen, dass ihr Muslime Kufr begeht, wie sie bereits auf dem Kufr sind. Warum? Damit ihr gleich seid, damit es keine gute Gruppe gibt und eine schlechte Gruppe. أَعُوذُ بِاللَّهِ wie Uthman. Obwohl die Überlieferung Schwäche enthält. Er sagte, eine Gruppe von Prostituierten wünschen sich, dass eine rechtschaffene Frau ebenfalls als was bezeichnet wird? Als Prostituierte, damit sie nicht schlechter sind als sie. Und genau dieses Prinzip haben wir. Was könnte noch von Social Media erzeugt werden, damit die Probleme hereinkommen?
Ich sehe da einen hübschen Mann, der scheint so hübsch zu sein, dass er nur aus meiner Stadt Berlin sein kann. Bitte schön, Abu Ziyad. Spionage. Spionage, aywa. Aywa. Sie suchen Leute, aber jetzt sind wir nicht mehr bei Social Media, sondern jetzt sind wir bei den Behörden, die den Islam hassen. Sie schicken Leute herein in die Moschee, die was zwischen den Brüdern verursachen? Unruhe, Fitna. Unruhe und Fitna. Geh und spalte zwischen diesen Leuten. Ich weiß selber von Fällen. Ich hörte von einem Fall und ich bitte euch, etwas geduldig mit mir zu sein heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Geduld geben. Ein Fall, der in Stuttgart damals passierte. Das ist mindestens 10 Jahre her. Ein Scheich, ein sehr beliebter Scheich, der auch mein Herz erobert hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn heilen und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm immer auf dem Weg von Ahlus Sunnah befestigen. Das ist einer, der hat eigentlich schon Gelehrtenstatus und er darf auch eine Fatwa geben. Er ist in Stuttgart. Er sagte eines Tages, als er gebetet hat, hat er sich nach dem Fajr-Gebet zu den Leuten umgedreht und er sah eine Person, der bitterlich, bitterlich geweint hat. Er hat so geweint, wie er noch nie jemanden weinen gesehen hat. Und dann hat er zu sich selber gesagt, der Chef, subhanallah, nicht, dass er jemanden umgebracht hat und das bereut, weil er hat so bitterlich geweint. Es vergingen Minuten und Minuten, sein Weinen hat nicht aufgehört. Irgendwann, der Chef wollte eigentlich nach Hause, nach dem Fajr legt man sich noch etwas hin. Dann hat er gesagt, ich frage ihn mal, was er möchte, was er auf dem Herzen hat. Dann sagte er zu ihm, Bruder, was kann ich für dich tun? Dann sagte dieser Bruder, wird Allah mir vergeben? Er sagte, natürlich, Allah vergibt alle Sünden. Er sagt, nein, nein, wird Allah mir vergeben? Er sagt, natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat jedem versprochen, dass er ihm seine Sünden vergibt. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sprich, o meine Diener, die ihr maßlos gewesen seid. Ihr habt so viele Sünden gemacht bis in die Wolken hinauf. Verzweifelt nicht an die Barmherzigkeit Allahs. Allahu Akbar. Dieser Zweifel ist nicht von einem richtig gläubigen Muslim. Allah vergibt die Sünden alle. Brauchst du jetzt noch eine andere Eier? Allah vergibt die Sünden alle. Er hat es dir gesagt, du brauchst jetzt nicht mehr auf den oder den Weg zu machen. Der Sheikh sagt, als ich ihn gefragt habe, was hast du denn getan? Er sagte, Wallahi, ja Sheikh, die Behörden haben mich geschickt mit dem Auftrag, ich soll zwischen den Muslimen spalten. Und ich habe das in 7 Moscheen gemacht und 7-mal erfolgreich. Bis die Brüder auseinandergegangen sind. Und ich will euch warnen an dieser Stelle, viele von ihnen gehören zu den Takfiris. Die meisten arbeiten von den Verfassungsschutzbehörden. Wisst ihr das? Sie zeugen die Fitna durch den Takfir. Weil das ist die gewaltigste Fitna. Damals war sie schon bekannt in der Zeit von Ali ibn Abi Talib. Überlegt mal, wer war Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu? Sie haben gesagt, wer Ali ibn Abi Talib nicht vom Islam ausschließt, ist ein Kafir. Allahu Akbar. Ali ibn Abi Talib, den wer geliebt hat? Allah und sein Gesandter. Überlegt mal, welche Fitna. Aber dieser Bruder hat gesagt, ich habe in 7 Moscheen Fitna gemacht, bis die Leute auseinandergegangen sind. Aber ja, Sheikh, ich sage dir auch gleichzeitig, genau diese Moscheen suche ich jetzt alle ab und versuche wieder zwischen den Brüdern zu vereinen. Und in 2 habe ich das geschafft und ich habe noch mehr vor, aber wird Allah mir vergeben. Äußerliche Faktoren, Fitnah, die von den Behörden kommen. Man kommt zu euch und sagt, was sagst du über Fulan und Fulan? Ich will jetzt keinen Namen nehmen. Wisst ihr, was manche Brüder sagen, wenn sie von Behörden befragt werden? Ich sage mich los von ihm. Allahu Akbar. Hat er etwas Gewaltiges gemacht? Er hat sich von wem losgesagt? Von einem Muslim, der für Allah arbeitet. Und das ist Schande über uns alle. Möge Allah uns vergeben. Schande über uns alle, sage ich. Wenn diese Behörden kommen und uns sagen, was hältst du von den und den? Das ist mein Bruder, ich liebe ihn für Allah, anders als euch. Das ist ein Muslim. Und das ist jemand, der Izzah hat.
Können die Behörden dir dein Vermögen nehmen? Können sie dir deine Lebensdauer reduzieren? Nein! Aber wir haben Angst vor wem? Wir haben Angst vor Menschen. أَتَخْشَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى. Du fürchtest die Menschen, sagt Allah, während Allah mehr Recht hat, dass du ihn fürchtest. Wie kannst du diese Leute fürchten? Sie haben nicht einmal etwas in der Hand gegen dich. Aber kaum erheben sie ihre Stimmen, dann sagt er, ich folge euch. Wie kannst du dich, wal'iyadu billah, von deinem Bruder freisprechen? Ich liebe ihn für Allah. Wallahi, wenn sie nur unsere Brüder so vorfinden würden, würden sie dann noch zu einem gehen? Nein, weil sie wüssten, es bringt nichts. Aber weil ihre Methodiken Fuß fassen, so gehen sie von dem einen zum anderen und sagen, was hältst du über den? Das ist zum Beispiel eine Frage der Fitna. Das wurde damals gemacht von den Rawafid, die ersten unter den Rawafid. Ihre ersten Fragen waren, was hältst du von Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma? Was hältst du von ihnen? Und wer eine falsche Antwort gegeben hat, das heißt, er sagte, ich liebe sie oder das sind Muslime, so haben sie sich von ihm getrennt und sich von ihm losgesagt. A'udhu billah. Überlegt, liebe Geschwister. Daher äußerliche Faktoren, Social Media. Dann haben wir ein Problem durch Social Media. Die Gruppierungen sind alle vertreten. Leider, und das bemängle ich, wir sehen die Gruppierung, wie sie ihre Dauer nach vorne treiben. Und das sind Irregehende ohne Zweifel. Und ich sage es. Denn Allah hat die Furqa, dass die Leute, die Muslime sich unterscheiden und auseinandergehen, Allah hat das vorausgesagt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, die die gesamte Umma akzeptiert hat, تَفْتَرِقُ أُمَّتِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ Minna, meine Umma wird sich auf wie viele Leute spalten? 73 Gruppen spalten. In 73 Gruppen. 72 gehen in das Höllenfeuer. Schaut mal in Social Media. Es gibt nur hauptsächlich 4 Gruppen, die vor uns warnen. Ich möchte mit euch dieses Thema behandeln, weil sie treiben ihre Fitna nach vorne und lügen über die Prediger von Ahl Sunnah nur, um Fitna zu schaffen zwischen den Geschwistern. Und ein Armer, der nichts zu tun hat, der weder Koran lernt, noch Sunnah, sondern den hier immer macht. Oh, Abul Bara, a'udhu billah. Was steht da? So. Yahuwah, wisst ihr, wie viele sich bei uns entschuldigen, die mit uns Takfir gemacht haben? Ich sage, warum hast du das gemacht? Ja, wir saßen unter Brüdern, dann habe ich gedacht, ich muss mitmachen. Die gucken Netflix und machen dabei Takfir auf uns, ja? Einer hat mir gesagt, wir gucken den ganzen Tag das und das und machen Takfir auf die Leute. A'udhu billah. Er sieht dann was, wo ein Schia über uns etwas geschrieben hat. Also erstmal die Gruppierung. Wer sind die heftigsten Gruppierungen, die uns bekämpfen hier? Na, die Ahbash. Sufis auch, natürlich, die haben immer einen Anteil, nicht nur am Tanzen. Na, okay, diese Leute lassen wir, weil selbst die Schia sehen die Ahmadiyya als Kuffar. Reicht dir das? Bitte schön. Bitte? Nee, weniger. Die Khawarij und Takfiris, vor allen Dingen, diese verbreiten Lügen über uns und Lügen über die Religion und Lügen über die Gelehrten. Und ich warne euch vor einem jeden Fitna-Prediger, der wal'iyadu billah nicht mal ansatzweise von Ilm etwas besitzt, der nur gelehrten Aussagen nimmt, sie aus dem Kontext rausschneidet und sie so postet, wo die Leute nicht die Grundlage dafür kennen. Möge Allah diese Fitna-Prediger still machen oder sie von uns weit entfernen. Allahumma amin. Wer noch? Asha'ira, ja, auch, aber nicht in der Heftigkeit. Na. Nicht in der Heftigkeit. Das sind alles Gruppierungen, ohne Frage. Die Schia. Ich bin ihr Lieblingsthema. Warum? Weil wir sie hart getroffen haben. Weil wir sie hart getroffen haben und genau benannt haben, wer sie sind. Wisst ihr, jeden zweiten Tag ungefähr habe ich eine Zeit lang Telefonate bekommen. Salamu alaikum. Die reden ja immer durch die Nase. Habt ihr das mal gemerkt? Ich weiß nicht warum. Salamu alaikum, Sheikh Abul Bara. Ich wollte fragen, ob du kurz Zeit hast. Bitte schön. Subhanallah. Ich merke von Anfang an, das ist einer, der etwas Komisches will. Ich natürlich bin Sunni. Guck mal, wie sie lügen. Wal'iyadu billah. Der lügt. Warum? Weil Taqiyya, das Lügen für die Religion, das ist ihre Basis. Sie sagen eine Überlieferung von Ja'far as-Sadiq.
radiyallahu anhu wa rahimullah ta'ala. Ja'far al-Sadiq war von Ahlus Sunnah, nicht von Ahlus Shia. Genauso wie die Ahbash sagen, wir folgen welcher Rechtsschule? Der schafi'itischen Rechtsschule. Wallah, Schafi'i, wenn er euch sehen würde, er würde euch alle köpfen. Allesamt. A'udhu billah, dass man sich al-Shafi'i wa rahimullah ta'ala einer der geehrten Gelehrten zuschreibt und diese Leute haben nichts mit al-Shafi'i zu tun. Taqiyya ist bei ihnen Religion. Man la taqiyya lah, la dina lah, sagen sie. Sie sagen, Ja'far al-Sadiq sagte, guck mal, wie sie lügen. Wenn sie über Ja'far al-Sadiq lügen, sollen sie nicht über uns lügen? Ja'far al-Sadiq, sagen sie, sagte, wer keine Taqiyya in der Religion praktiziert, das heißt Lügen, zum Nutzen in der Religion, so gehört er nicht zu uns, so hat er keine Religion. Das ist die Basis in ihrer Religion. Ja, Abul Bara, wie verstehst du den Hadith so und so? Ich sage ihn dann gleich, Schi'i oder Sunni? Spielt das eine Rolle? Natürlich, in dem einen Fall verschwende ich meine Zeit, in dem anderen nicht. Für mich spielt das eine Riesenrolle. Ich habe keine Zeit für Kindergarten. Dann sagt er zwei, drei Wörter, dann sage ich ihm, du Unverschämter. Sag, du bist ein Schi'i und ein Lügner dazu, weil du dich nicht mal traust, wie ein Mann mir zu sagen, dass du ein Schi'i bist. Das klingt hart für die Leute, aber wer macht die Fitna? Wir oder sie? Sie machen die Fitna. Sie erklären die Sahaba zu Kuffar. Sie erklären Aisha radiallahu anha, Ummul Mu'minin, zu einer Zaniya wal-Iyadu billah. Überlegt mal, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie ist meine Frau in der Dunya und in der Akhira. Über diese Frau sagen sie eine Zaniya und beschreiben sogar die Plätze, an denen sie angeblich Zina gemacht hat. Sollen wir solche Leute lieben? Dürfen wir solche Leute lieben? Bei Allah, nein. Abul Bara, innama al-mu'minuna ikhwa. Richtig. Über wen haben wir gesprochen? Über al-mu'minun. Über die Gläubigen. Wen hassen sie mit am heftigsten neben Abu Bakr und Umar? Abu Huraira radiyallahu an. Und schaut mal die Überlieferung bei Imam Muslim, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte, ein jeder Gläubiger liebt Abu Huraira. Ein jeder was? Jetzt weißt du, warum sie ihn hassen. Weil sie mit dem Glauben nichts zu tun haben. Deswegen hassen sie ihn. Deswegen hassen sie ihn. Das sind Gründe von Social Media. Aber wir haben auch interne Gründe, liebe Geschwister, die dazu führen, dass die Muslime in Streit auseinandergehen. Hört diese Überlieferung, die Imam Muslim rahimullah ta'ala überliefert hat, an Jabir radiyallahu anhu wa adha. Jabir sagte, Sami'tu, An-Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul. Ich hörte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagen, Inna ash-shaytan qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-Arab walakin fi at-tahrish bainahum. Er sagt sallallahu alaihi wa sallam, wahrlich, der Shaytan hat die Hoffnung aufgegeben. Allahu Akbar. Hat die Hoffnung aufgegeben, dass ihm die Betenden, das heißt die Muslime, die Gläubigen, anbeten auf der arabischen Halbinsel. Aber so hat er ein anderes Ziel verfolgt. Er stiftet was zwischen ihnen? Streit. Hast du das gehört, Udina Allah? Shaytan. Und dieser Hadith wird falsch verstanden. Man sagt, aber auf der arabischen Halbinsel wird doch wieder Schirk betrieben. Stimmt, es gibt Leute, die Götzen anbeten. Es gibt Leute, die Gräber anbeten. Aber die haben den Hadith nicht verstanden. Dieser Hadith sagt, der Shaytan hat es aufgegeben. Das bedeutet, als er gesehen hat, in der Zeit der ersten Muslime, wie viele Länder sie erobert haben, wo überall das islamische Gesetz geherrscht hat, wo die Izza der Muslime da war und sie gesehen haben, dass sie ihre Kinder auf Koran und Sunna erziehen, dann hat er gesagt, das wird nichts mehr. Das geht nicht um die Gegenwart jetzt. Er hat gesagt, das wird nichts mehr. Also, wenn sie mich nicht anbeten, was mache ich dann zwischen ihnen? Fitna und Streit. Und er hat es geschafft. Dieser Shaitan hat es geschafft, liebe Geschwister, dass er Streit unter den Muslimen erzeugt. Und so wird berichtet in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, und die Überlieferung ist von Abu Huraira radiallahu anhu. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, akthar, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilu an-nas al-jannah. Er wurde gefragt,
nach den häufigsten Gründen, warum jemand das Paradies betritt. Was sind die zwei Eigenschaften, womit man das Paradies betritt? Die häufigsten Eigenschaften, die vorkommen. Bitte schön, der Mann ganz links. Ja. MashaAllah, Tabarak Rahman. Einmal At-Taqwa, das heißt die Gottesfurcht und das gute Benehmen. Leicht oder schwer, sind wir ehrlich? Sehr schwer. Deswegen braucht Al-Jannah Männer. Ein Mann ist nicht der, der Muskel hat oder sich ein Muskelshirt anzieht. Ein Mann ist der, der Allah fürchtet. Ein Mann ist derjenige, der einen guten Charakter hat, der seine Gebete verrichtet, der die Zakah entrichtet. Das ist Ar-Rujula, die Männlichkeit im Islam. Alles andere hat nichts mit der Männlichkeit zu tun. Einer denkt, wenn er mit seinem Fuß seine Frau hin und her tritt, dann ist er ein Mann. Wir sagen ja, ein Hampelmann. Möge Allah uns bewahren. Denn wenn das zur Männlichkeit gehören würde, wer hätte es ihm vorgemacht? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, berichtet in einer Überlieferung bei Imam Muslim, Wallahi, die Hand von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat niemals jemanden geschlagen, außer im Krieg. Im Krieg durfte er das. Und die Hand von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat niemals eine seiner Ehefrau geschlagen. Wie viele Brüder gibt es, die regelmäßig ihrer Frau eine Kopfnuss geben? Möge Allah diese Person recht leiten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wird ein Gegner von ihnen sein, Yawmul Qiyam. Und die Hand von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat nicht einmal eine seiner Bediensteten geschlagen. Eine Frage, liebe Geschwister, war es damals üblich, dass die Sklaven geschlagen wurden? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat nicht eine Sklavin geschlagen. Und die Hand von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat nicht ein einziges Mal eines seiner Reittiere geschlagen. Allahu Akbar. Was ist das für ein Prophet? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben dich nur zu einer Barmherzigkeit, als Barmherzigkeit zu allen Weltenbewohnern gesagt. Allahu Akbar. Liebt ihr euren Propheten? Bei Allah. Wärt ihr bereit, euer Vermögen, und seid ehrlich, das ist ein Moment der Ehrlichkeit, möge Allah uns unter den Ehrlichen machen. Wer wäre bereit, sein ganzes Vermögen herzugeben, nur um Rasulullah sallallahu alaihi wasallam einmal zu sehen? Wallah, ich sage es euch, wenn ihr ehrlich seid, und ich rede nicht davon, dass ihr nur 2 Euro besitzt. Ich rede darüber, dass ihr Vermögen besitzt. Wer ehrlich war bei dieser Antwort, so soll er wissen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim, diejenigen, die ich am meisten liebe, sind die, die nach euch kommen. Zu den Sahaba, die nach euch kommen. Einer von ihnen würde sich wünschen, dass er sein Vermögen und seine Familie hergeben würde, nur um mich einmal zu treffen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wer würde das tun? Deswegen, das ist unser Liebling. Er ist unser Vorbild. Und wir machen ihn nach, liebe Geschwister. Die häufigsten Gründe, dass du das Paradies betrittst, ist die Taqwa, die Gottesfurcht und, nochmal, ich will, dass ihr das alle lernt, und das gute Benehmen. Wisst ihr, dass man mit dem guten Benehmen, natürlich neben deinen Pflichten, das ist klar, wenn du auch keiner bist, der viele gute Taten machen kann, aber wenn du ein gutes Benehmen hast gegenüber den Menschen, wisse, das gute Benehmen wird, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei Abu Dawud sagte, das gute Benehmen wird Yawmul Qiyamah für dich so gezählt, als ob du jeden Tag durchgehend gebetet hast in der Nacht und jeden Tag durchgefastet hast am Tag. Einer betet 5 Gebete, er betet nicht mal seine Sunna. Er fastet im Ramadan, er macht nicht mal extra Handlung. Erlaubte Mubah-Handlung, nicht nur Mubah, Mustahab-Handlung, beliebte Handlung. Was wird er bekommen? Er wird eine gewaltige Stellung bekommen in einer anderen Überlieferung. Nichts wiegt mehr Yawmul Qiyamah auf der Waagschale als das gute Benehmen. Als das gute Benehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erzählen. Möge Allah azza wa jal uns gutes Benehmen gegenüber uns selber erstmal und gegenüber unseren Geschwistern geben. Allahumma amin. Und su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an akthar ma yudkhil an-nasa an-nar. Und er wurde gefragt nach den Gründen, die häufigsten Gründe sind, warum jemand das Höllenfeuer betritt. Was sagte er als Antwort? Bitte schön. Ja.
Richtig. Al-Fem. Al-Fem im Arabischen ist was? Der Mund. Aber was ist hier gemeint mit Fem? Die Zunge. Wisst ihr, dass manche Gelehrte Bücher geschrieben haben über die Gefahren der Zunge und sie haben über hunderte von Sünden gezählt, die man mit der Zunge machen kann? Wie viele? Über? Allahu Akbar. Die Zunge und das Geschlechtsteil. Viele werden wegen Sinna in das Höllenfeuer hereingehen. Möge Allah Azzawajal uns und euch davor schützen. Möge Allah uns nicht sterben lassen mit diesen Sünden. Allahumma amin. Das sind die häufigsten Gründe. Das heißt, wir reden jetzt, liebe Geschwister, über die erste Fitna unter den Muslimen. Was denkt ihr unter den Muslimen, was weit verbreitet ist in der Moschee? Untereinander. Okay, das ist auch ein Grund. Fitna, das ist unser Thema, Fitna. Lästern, sehr gut. Und wenn ihr erlaubt, werde ich damit anfangen, bi'idhnillah ta'ala. Schaut mal, was Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte. Die Überlieferung ist bei Al-Bukhari. Er sagte, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu biha al-jannah. Einer von euch, jemand, wenn wir sagen Rajul, ist hier nicht Mann gemeint, sondern der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam meint uns alle. Jemand spricht ein Wort aus zur Zufriedenheit Allahs. Das heißt, Allah ist zufrieden mit diesem Wort. Selbst wenn du zu deinem Bruder sagst, der hübsche Mann. Du hast ein schönes Wort ihnen ausgesprochen. Warum mache ich das immer? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, ittaqi nara, fürchte das Höllenfeuer, walau bishiqi, fürchte das Höllenfeuer, selbst wenn es nur mit der Hälfte von einer, au bi kalimatin tayyiba, oder mit einem guten Wort. Fürchtet das Höllenfeuer, macht irgendetwas von den erlaubten Taten, Hauptsache, ihr fürchtet euch vor dem Höllenfeuer, denn niemand wird dieses Höllenfeuer aushalten können. Möge Allah uns nicht in der Dunya und in der Akhira bestrafen. Macht das. Einer spricht ein Wort zur Zufriedenheit Allahs aus und er hat diesem Wort keine Beachtung geschenkt. Was heißt keine Beachtung geschenkt? Manche interpretieren diesen Hadith falsch. Keine Beachtung geschenkt bedeutet, dass er nicht damit gerechnet hat, dass dieses Wort das und jenes erreichen wird. Das und jenes erreichen wird. Und für dieses Wort schreibt ihn Allah für das Paradies. Wie viele Wörter hat er gesprochen? 5, 10 oder ein Wort. Aber die Medaille hat eine Kehrseite. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Und genauso spricht einer ein Wort aus zur Unzufriedenheit, zum Zorn Allahs. Und er schenkt diesem Wort keine Beachtung. Welches Wort schmeißt man heute untereinander zu, ohne mit der Wimper zu zucken? Okay, du so und so, na? Okay, das kommt drauf an. Das ist nicht immer, wenn er lügt dabei, ist es gewaltig. Na? Nein. Zur Unzufriedenheit Allahs. Barakallahu fiqh, Allah ist damit zufrieden. Nein. Sehr gut. Die Mutter von dem Bruder beleidigt. Die Mutter von dem Bruder beleidigt. Schlechte Spitznamen, die der Bruder nicht mag. Wenn jemand jetzt zu seinem Bruder sagt, hast du was dagegen, dass ich dich mit dem Namen nenne? Und er gibt dir die Erlaubnis, kein Problem. Aber der Name sollte nicht ihn was erniedrigen, runterschätzen. Wir hören gleich eine Geschichte, die zwischen den Sahaba passiert ist. Radiallahu anhum ajma'in. Was hört man heute oft? Es gibt Streit, dann sagt der andere zum anderen, du Kafir. Oder La'natullah alayk, unter den Arabern sehr beliebt. Sie lieben Flüche. Der Fluch Allahs über dich. Du Kafir. Du Heuchler. Ein Bruder hat mir erzählt, er hatte einmal Streit mit seiner Frau und als der Streit entbrannt ist, entfacht ist zwischen ihnen beiden, sagte sie zu ihm, du jüdischer Munafik.
Weil selbst die Schwester macht jetzt Takfir. Und bei den Schwestern geht es richtig ab mit dem Takfir, ja? Ich habe zu den Schwestern gesagt, bevor ihr euch mit fremdem Blut beschäftigt, solltet ihr euch erstmal mit eurem eigenen Blut beschäftigen. Ihr kennt nicht mal die Ahkam von der Menstruation, aber wollt über das Blut der anderen unschuldigen Muslime sprechen. So ist leider die Zeit, in der wir leben heute. Möge Allah ihnen verzeihen. So siehst du, dass dieses Wort sofort fällt. Und wenn das Wort zur Unzufriedenheit Allahs war, so erreicht das Wort, was es erreicht. Und wegen diesem Wort geht er wo herein? In das Höllenfeuer. Und nicht nur das. Die Entfernung im Höllenfeuer wie zwischen Himmel und Erde. Wie zwischen Himmel und Erde. Diese Überlieferung ist bei Al-Bukhari, liebe Geschwister. Lästern, lästern. Was ist lästern? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt. Die Überlieferung ist von Abu Huraira radiallahu an bei Imam Muslim. Dieser Wortlaut ist bei Imam Muslim. An den Nabi sallallahu alaihi wasallam qal atadruna mal ghiba. Er fragte die Muslime, wisst ihr, was al-ghiba ist? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sie sagten, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und das war der Adab von den Sahaba radiallahu anhum, die die Wissendsten waren und sie haben sich zurückgehalten mit Antworten. Bei uns, Allahu Akbar. Einer lernt noch die Grundlagen von Wudu, aber der kann schon Takfir machen. Einer lernt die Grundlagen vom Ghusl, wie man sich richtig wäscht, aber mashallah, er hat schon Lösungen für die Umma. Wo die Gelehrten überlegen, was sie überhaupt als Lösung vorschlagen können. Wir haben schon diese Leute. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Dann sagte er, qala, dhikru achaka bima yakra. Dass du über deinen Bruder etwas sagst, was er nicht mag. Was heißt, was er nicht mag? Nicht, was du nicht magst. Du sagst, für mich geht das Wort okay. Es geht hier nicht um dich, sondern das, was du über deinen Bruder gesagt hast. Was könnte das sein, dass du über deinen Bruder etwas sagst? Du meinst es nicht mal böse. Der Kleine. Und so eine Überlieferung gibt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal hörte von einer seiner Ehefrauen, wie sie eine andere Ehefrau beschrieb. Sie sagte, die Kleine. Dann sagte er, wallahi, wenn man dein Wort in das Meer eintaucht, wird sich die Farbe des Meeres ändern. Ändern. Ha, welches noch? Der Dicke. Der Fettklops. Diese Wörter sind tabu. Dein Bruder wird natürlich dieses nicht mögen. Warum? Er wird überall gemobbt. Dann kommst du noch aus der Moschee als Praktizierender und mobbst ihn weiter. A'udhu billah. Dass du etwas über deinen Bruder etwas sagst, was er nicht macht. Jetzt haben wir immer ein Argument von unseren Geschwistern. Wenn du ihnen den Hadith erklärst, dann sagt er ihnen, aber das ist doch die... Das ist doch die Wahrheit. Jetzt geht's weiter mit dem Hadith. Qala, dann sagte einer, Ara'aita in kana fi achi ma aqul, qala in kana fihi ma taqul, faqad irtabta. Einer sagte aber, wenn das stimmt, was ich über meinen Bruder sage, auch wenn das Wort jetzt nicht das beste Wort ist, was ist dann damit? Er sagte, wenn du das Wort sagst und es stimmt, dann hast du gelästert. Das ist genau das Lästern. Genau das ist das Lästern. Dann sagte er, nachdem er das verstanden hat, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولْ فَقَدْ بَهَتَّهُ. Aber wenn das nicht einmal stimmt, was du über ihn sagst, dann hast du ihn verleumdet. Die Verleumdung, dass du über deinen Bruder etwas sagst, was nicht stimmt, ist was? Ist gewaltiger als das Lästern. Ist gewaltiger als das Lästern. Und ich sage das zu einem jeden Kadhab, und ich nenne ihn heute so, verzeiht mir, einem jeden Lügner, der über seinen Bruder etwas sagt oder eine Schwester über ihre Schwester, was nicht stimmt. Ist das gang und gäbe unter anderen Geschwistern? Sag es mir. Das ist gang und gäbe. So hast du ihn verleumdet? Wir hören gleich, liebe Geschwister, wie gewaltig die Strafe ist für jemanden, der lästert. Was denken wir dann darüber? Dass du ihn verleumdet hast, was noch gewaltiger ist. Höre eine gefährliche Überlieferung von Anas ibn Malik. Radiallahu an den Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم ولحومهم. Als ich auf der Nachtreise mich begeben habe, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam,
habe ich Menschen gesehen, das heißt, er hat die Strafe im Grab gesehen, wie Menschen mit langen Fingernägeln aus Kupfer sich ihre Gesichter zerkratzt haben und ihre Körper. Faqultu man ha'ula'i ya Jibril? Weil er wurde begleitet von Jibril, dem Engel. Er sagte, wer sind das, o Jibril? Welche Leute stellen das mit sich an? Er zerfleischt sein Gesicht, er zerfleischt seinen Körper. Qala, dann sagte Jibril, ha'ula'i alladhina ya'kuluna luhuma an-nas wa yaqa'una fi a'radihim. Das sind diejenigen, die das Fleisch ihrer Geschwister essen. Was heißt im Arabischen das Fleisch ihrer Geschwister essen? Über sie lästern. Das ist ein arabischer Ausdruck. Sie lästern über ihre Geschwister und verletzen sie in ihrer Ehre. Was bekommen sie? Eine Strafe im Grab. Abul Bara, ich bete und ich faste und ich mache Gutes. Komme ich ins Höllenfeuer? Du redest von einer Strafe im Grab. So kamen Leute zum Gesandten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und sagten, es gibt eine Frau unter uns. Inna fulanatan taqumu al-layl. Sie betet in der Nacht. Wa tasumu al-nahar. Und sie fastet am Tag. Wa taf'al wa tatasaddaq. Und sie macht vieles Gutes. Sie liest Koran, sie macht Dhikr und sie spendet im Namen Allahs. Sie fragte nach dem Urteil, was ist mit ihr? Aber am Nachmittag oder am Tage, tu'zi jiranaha bilisaniha. Am Tage verletzt sie ihren Nachbarn mit ihrer Zunge. Sie redet schlecht über sie. Qala, dann sagte er, weil wir haben gehört, hat diese Frau Gutes gemacht? Ja oder nein? Wurden ihre Hasanat angenommen? Wurden. Aber gleichzeitig hat sie was? Die Menschen verletzt mit ihrer Zunge. Er sagte, la khayra fiha hiya min ahlin nar. Es gibt nichts Gutes an ihr, sie gehört zu den Leuten des Höllenfeuers. Ich bitte nur, dass man eins betrachtet. Diese Frau hat gute Taten, wir haben nicht mal gute Taten und gleichzeitig sind wir Abulästerer und Umlästerer. Diese Frau hat noch was? Gute Taten gehabt, die werden ja gegeneinander aufgewogen. Sie wird Hasanat abgeben müssen für diese Lästerei. Aber sie hat viele gute Taten gemacht. Aber es wird nicht reichen, damit sie damit wo reinkommt? In das Paradies. Diese hat gute Taten. Wir haben keine guten Taten. Welche guten Taten machen wir? Und zusätzlich sind wir die Meister im Lästern. Allahu Akbar. Das ist eine sehr gefährliche Überlieferung, liebe Geschwister. Aber ich möchte nicht, dass wir auf unsere Geschwister nur auf den Kopf draufhauen. Ich gebe euch eine Lösung, wie man mit dem Lästern fertig wird. Was haben wir gesagt? Yawmul Qiyamah, wirst du für deine Taten was bekommen? Als Gegenwert? Was wirst du bekommen? Hasanat, gute Taten. Das heißt, es geht nur um Hasanat. Wenn du dir vorstellst, dass du ein Bankkonto besitzt, auf diesem Bankkonto ist 1 Million Euro vorhanden. 1 Million, gut, hä? Aber mit der Inflation, naja, inshallah. Jedes Mal sagt dir die Bank, wenn du lästerst, nimm wir 10.000 Euro von deiner Million von der Bank runter. Das Geld gehört dir nicht mehr. Wie lange wird er noch lästern? Wie lange? Und so ist das mit den Hasanat. Du kommst mit einer bestimmten Anzahl von Hasanat, sagen wir mal 100.000 Hasanat. Möge Allah unsere Taten annehmen. Bevor du in das Paradies gehst oder du denkst, dass du in das Paradies gehst, wer wartet auf dich an der Brücke kurz vorm Eintreten in das Paradies? Diese Brücke wird Al-Qantara genannt. Diese Brücke wird Al-Qantara genannt. Jedem, den du Unrecht angetan hast. Schaut mal, er hat die Sirat-Brücke überquert. Es gibt Ikhtilaf in dieser Sache unter den Gelehrten. Er hat aber die Sirat-Brücke überquert. Jetzt sieht er Al-Jannah. Assalamu alaikum, ya Jannah. Stopp. Ahlan, ahlan, sagt er.
Auf dich habe ich gewartet, genau auf dich. Und da steht Mahmud, über den du gelästert hast. Dann sagst du, ja Mahmud, lästerst du auch über mich? Ja Mahmud, ich küsse deine Füße. Ja Mahmud, mach was du willst, aber bitte, nehme nicht von meinen Hasanat, ich brauche sie. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa sahibatihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. An diesem Tag flüchtet jemand vor seinem Bruder, vor seiner Ehefrau, vor seinen Kindern, vor seinem Vater und seiner Mutter. O subhanal malik, das ist seine eigene Familie. Glaubst du, du wirst jemanden vergeben, der nicht zu deiner Familie gehört, wenn du nicht mal deine Familie vergeben willst? Mahmud wird sich die Hasanat nehmen und ich schwöre hier einen kräftigen Schwur. Haben wir einen Beweis dafür? Lieber versuchst du in der Dunya ihn um Verzeihung zu bitten, weil Yawmul Qiyamah wird dir niemand vergeben. Schaut, was Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte. Er sagte, eine Ehefrau oder eine Frau wird sich gewünscht haben, Yawmul Qiyamah, dass ihr Bruder, ihr Sohn, ihr Vater und ihr eigener Ehemann ihr Unrecht angetan hat, damit sie mit diesen Hasanat das Paradies betritt. Sie wird sich das gewünscht haben. Allahu Akbar. Was für eine gewaltige Fitna. Wer sagt, ich bereue ab heute und werde nicht mehr lästern? Wer sagt das? Wer ist bereit dafür? Wallahi, Akbar, die Angelegenheit ist ernst. Aber ich sage gleichzeitig, nicht alles ist Lästern. Über Ahlul Bid'ah zu reden, über ihr Dalal zu reden, ihr Irrgehen, nicht über die Person selber, seine Nase, seine Stirn, sein Körper, sein Aussehen, sondern über ihre Taten, ist Lästern oder nicht Lästern? Nein. Jemand, der dir Unrecht angetan hat und du redest über ihn, auch mäßig, ja, nicht, dass du jeden Tag die Gemeinschaft versammelst, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, und dann ziehst du dir eine Jalabiya an und Tawhid-Flagge hinter dir. Und dann fängst du an, a'udhu billah. Nicht übertreiben. Wenn du etwas über ihn sagst, kein Problem. Warum? Weil er hat dir Unrecht angetan. Eine Frau geht zu einem Richter, zu einem Scheich, oder ein Mann geht zu einem Scheich und sagt, meine Frau ist so und so, um ein Urteil zu erwirken. Lästern oder nicht lästern? Nicht lästern. Weil Hind, radiallahu anha, die Frau von Abu Sufyan, sie kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, inna zawji bakhil. Mein Mann ist geizig. Geizig, ein Wort, was er mag oder nicht mag. Warum hat sie gesagt geizig? Um ihn zu schaden, sagt man schaden oder schädigen? Schaden. Wir haben Ikhtilaf unter den Bremer. Die Bremer sagen was und die Berliner sagen was. Aber wir nehmen das, was die Berliner sagen. Wir vertrauen euch mehr. Wenn es dort den besseren Döner gibt, gibt es auch die besseren Sprachgelehrten dort. Nein, Abu Yunus, schaden oder schädigen? Um deinen Geschwistern zu schaden oder schädigen? Beides, Alhamdulillah. Er hat zwischen beiden Aqwal vereinigt. Alhamdulillah, das ist die beste Methodik. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Bruder Abu Yunus segnen, ihnen rechtschaffene Kinder geben und sie alle zusammen im Paradies vereinen. Allahumma amin. Sagt Amin, seid nicht geizig. Hätte ich jetzt gesagt, möge Allah jedem Ledigen eine Frau geben. Amin. Amin. Hier sieht man die Liebe zu dem Bruder. Na. Nein, sie hat nicht schlecht über ihn geredet, sondern sie wollte nur ein Urteil erwirken. Sie wollte nur ein Urteil erwirken. Deswegen keine Riba. Nicht alles, was du denkst, ist Riba, das ist Riba. Al-Nawawi rahimullah ta'ala hat 6 Dinge aus diesen Dingen entzogen, die keine Riba sind. Obwohl sie nach außen wie Riba wirken. Einer, der ein Fasik ist, der verkauft zum Beispiel Drogen. Oder einer veräppelt Frauen, indem er, und wir sagen veräppelt, ja, nicht das andere Wort, das höre ich so viel von unseren praktizierenden Geschwistern, möge Allah unsere Zungen reinigen. Er veräppelt Frauen, damit er sie heiratet. Das heißt, er gibt ihr falsches Heiratsversprechen, lügt sie an durch und durch. Dürfen wir vor so einer Person warnen? Sagen, er ist ein Lügner? Ein Tajir, ein Händler, der lügt und lügt, dürfen wir vor ihm warnen? Sagen, er ist ein Lügner? Dürfen wir. Das ist keine Riba. Aber alles in Maßen. Ja, in manchen Fällen ja. Jazakallah. In manchen Fällen könnte das zur Pflicht sein, wenn das wirklich hier um die Umma geht, um einen Schaden von der Umma zu nehmen. Tayyib.
Wir wollen heute damit aufhören, Riba zu machen. Schaut mal, was Jabir ibn Sulaym radiallahu anhu sagte. Er sagte einmal zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, gebe mir einen Ratschlag, womit ich erfolgreich bin im Leben. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: Beschimpfe niemanden. Dann sagte dieser Sahabi: Wallahi, ich habe nie wieder dann einen Sklaven oder einen freien Mann beschimpft. Nie wieder in meinem Leben. Und weder ein Schaf noch ein Kamel. Bis zum Lebensende. Was war der Unterschied zwischen uns und ihm? Wenn wir diese Hadithe hören über die Strafe im Grab, im Höllenfeuer, dann enthalten wir uns vom Lästern vielleicht für 2 Stunden, vielleicht für 10 Stunden, vielleicht für 3 oder 4 Wochen. Aber wir kehren wieder zurück. Dieser Sahabi hat gesagt: Bei Allah, ich werde nie wieder eine Person beschimpfen. Und so hat er das durchgezogen bis zu seinem Lebensende. Bis zu seinem Lebensende. Liebe Geschwister, das ist sehr, sehr gefährlich, dass wir lästern. Warum? Weil das dazu führt, dass die Muslime auseinandergehen. Und dann gibt es, wir haben gelernt, es gibt die Riba. Was ist die Riba nochmal? Über seinen Bruder etwas zu sagen, was er nicht. Natürlich auch Schwester. Was ist Al-Buhtan? Und natürlich, auch wenn es die Wahrheit ist. Auch wenn es was? Die Wahrheit ist, dass du etwas sagst über deinen Bruder, was er nicht macht. Was ist Al-Buhtan? Dass man über ihn etwas sagt, was nicht stimmt. Und an dieser Stelle danke ich allen, die schlecht über uns reden und über uns liegen. Möge Allah euch weiter dazu verhelfen, damit wir die Hasanat bekommen. Amen. Wir brauchen Hasanat. Und dann gibt es eine Sache, die nennt sich An-Namima. Die Leute bringen Lästern und Namima immer durcheinander. Was ist An-Namima? An-Namima ist Naqlul Kalam ala Sabil al-Ifsad. Dass du Wörter übermittelst, um Feindschaft zu erzeugen zwischen den Geschwistern. Selbst wenn das die Wahrheit ist. Ich gehe jetzt, wie ist dein Name? Kian. Kian. Nicht wie die Automarke Kia. Kian. Ich gehe zu ihm und sage ihm: Yunus, a'udhu billah. Du glaubst nicht, was er über dich gesagt hat. Dann sagt Kian: Was hat er gesagt? Nee, ich möchte keine Fitna machen. Kennt ihr die? A'udhu billah, ich möchte nicht schlecht über ihn reden. Du hast schon die Bombe platzen lassen. Wie nicht schlecht über ihn reden? Okay, jetzt sage ich es dir doch, sagt er. Aber inshallah ist meine Nia sauber. Wallahi, die denken, die können Allah betrügen. Und sie betrügen nur sich selbst. Kian. Yunus sagt zu ihm: Wenn du wüsstest, was Muhammad über dich gesagt hat, glaub mir, du würdest hingehen und ihn töten. Es passierte so eine Situation unter den Salaf-Gelehrten. Einer ging zu einem Salaf-Gelehrten und sagte zu ihm: Weißt du, was der und der über dich sagt? Wisst ihr, was der Salaf-Gelehrte zu ihm sagte? Hat Shaitan keinen anderen Boten, Übermittler gefunden als dich? Das sollte unsere Antwort sein. Hat Shaitan keinen anderen Boten, Übermittler gefunden als dich? Das heißt, du bist ein Gefährte von Shaitan. Weil du genau das machst, was Shaitan von dir möchte. Namima ist nochmal was? Dass man Worte übermittelt. Mit welcher Absicht? Hä? Fitna, Feindschaft zwischen den Geschwistern zu erzeugen. Und diese Überlieferung ist umstritten unter den Gelehrten. Sheikh al-Albani rahimullah sagt, sie ist Hasan. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: Ala ukhbirukum bi khiyarikum. Soll ich euch nicht über diejenigen etwas berichten, die Besten unter euch sind? Allahu Akbar. Wallahi, bei sowas müssen immer unsere Ohren aufgehen. Er sagte: Alladhina idha ru'u dhukirallahu azza wa jal. Diejenigen, wenn man sie sieht, dann denkt man an Allah azza wa jal. Allahu Akbar. Das heißt, man erinnert sich an Allah. Du siehst ihn, du sagst: Subhanallah, ich habe heute noch nicht gebetet. Du siehst ihn und du rauchst gerade eine und sagst: A'udhu billah, weg damit. Du erinnerst dich an, das sind die Besten. Wenn man sie sieht, so wird man an wen erinnert? In an Allah. Er hat ein schönes Outfit, ein Bart, ein Siwak,
Er lebt nach der Sunna, schmückt sich mit der Sunna, nicht mit dem Rasieren und Goldtragen. Manche Geschwister von uns, Hadahumullah, möge Allah ihnen vergeben, der denkt, er kommt zum Jum'ah geschmückt. Er meint es wirklich nicht böse. Dann rasiert er sich sogar unter die Haut und trägt Gold, weil er will sich schmücken. Aber Gold ist Schmuck für wen? Für die Frau. Und Rasieren ist Nachahmung von wen? Von Frauen, ja, und der Mushriki. Es gibt Frauen, die haben auch Bärte. Die lieben die Sunna besonders. Das ist kein Schmücken, ja. Schmuck ist nach was? Nach dem, was der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dir beigebracht hat. Dann sagte er zu ihnen, Ala ukhbirukum bishirarikum. Soll ich euch nicht über diejenigen etwas berichten, die die übelsten, schlimmsten Leute unter euch sind? Allahu Akbar. Er sagte, höre zu, Al-Masha'una bin Namima. Das sind diejenigen, die unter den Leuten umhergehen und Feindschaft zwischen den Geschwistern erzeugen wollen mit den Worten, die sie übermitteln. Al-Mufsiduna bain al-Ahibba, die Unheil stiften zwischen den Geschwistern. Diese Überlieferung ist bei Imam Ahmad und Sheikh al-Albani sagt, diese Überlieferung ist Hassan. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einer Überlieferung bei Imam Muslim, La yadukhulul jannata namam. Einer, der Feindschaft zwischen den Geschwistern erzeugt, mit Namima zwischen den Leuten geht, dieser wird das Paradies nicht betreten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Was für eine gewaltige Fitna. Auch derjenige, der Namima macht, wird eine Strafe im Grab bekommen. So heißt es in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über zwei Leute gesagt hat, die im Grab bestraft wurden. Und das waren Gräber schon aus der Jahiliyyah. Er sagte, innama yu'adzaban, wama yu'adzabani fi kabir. Sie werden gerade bestraft in ihren Gräbern, nicht einmal für eine große Tat. Und das ist immer das Verständnis von den Leuten, die Religion nicht gelernt haben. Wir wissen, wann ist eine Sünde eine große Sünde? Wenn sie verbunden ist mit einer Strafe. So. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie werden nicht einmal für etwas Großes bestraft. Was bedeutet das? Man denkt nicht, dass das eine große Sünde ist, aber es ist eine große Sünde. Innama afan amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bawlihi. Der eine ist mit Namima unter den Leuten gegangen. Noch einmal, wer sagt mir, was ist ein Namima? Worte übermitteln, um Feindschaft zu erzeugen. Der eine von ihnen ist mit der Namima unter den Leuten gegangen und der andere hat sich nach dem Urinieren nicht geschützt gesäubert. Wisst ihr, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung sagte, diese Überlieferung ist bei Ibn Majah, der häufigste Grund, warum die meisten in das Höllenfeuer, warum die meisten im Grab bestraft werden, ist, weil sie sich nicht nach dem Urinieren säubern. Der meiste Grund, Überlieferung ist bei Ibn Majah. Der meiste Grund, Wallahi, wie viele von unseren Geschwistern machen es genauso wie diejenigen, die keine Rechtleitung haben. Er macht sein Geschäft und zieht sich so an. Allah liebt die sich Reinigenden. Diese Leute, die Islamhasser, machen sich über uns lustig. Und Wallahi, die können sich nicht mal säubern. Ich habe einmal einen kurzen Abschnitt gesehen, da haben sie eine Kamera installiert im Vorraum, wo ein Waschbecken ist und daneben sind die Toiletten. Und sie haben 10 Leute gefilmt, die aus den Toiletten herauskommen. Wisst ihr, wie viele Leute sich davon die Hände gewaschen haben? Was denkt ihr? Wer ist dafür unter 5? Wer ist unter 5? Und wer ist über 5? 8 Leute haben sich nicht die Hände gewaschen. Und kennt ihr die nach der Toilette zum Waschbecken gehen und nur vom Spiegel so machen? Nutella ist immer gut. Möge Allah uns bewahren. A'udhu billah. Wallahi, welche Schändlichkeit. Die machen sich lustig über uns. Wo sind wir, dass wir nicht mal verstehen, wer die Izza hat? Allah hat die einen vor den anderen gestellt. Warum? Weil Allah weiß, wer die Besten sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu ihnen gehören lassen.
Das heißt, dass du lästerst oder lügst über deinen Bruder, was nicht stimmt, oder Worte übermittelst, um Feindschaft zu erzeugen. Hör zu, wenn du in einer Sitzung bist, wo so etwas gemacht wird, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese Überlieferung werdet ihr genauso lieben wie ich. Diese Überlieferung ist bei Imam Ahmad al-Tirmidhi und Sheikh al-Albani sagt, sie ist Hassan. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, man radda an irdi akhihi radda Allahu an wajhihi nara yawm al-qiyamah. Wer in einer Sitzung sitzt und es wird über einen Bruder, eine Schwester schlecht geredet und man sagt, hör auf, fürchte Allah, diesen wird Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah von dem Höllenfeuer befreien. Er hat nur das gesagt. Fürchte Allah und unterlass das. Und notfalls verlässt er die Sitzung. Diesen wird Allah azza wa jalla was? Vor dem Höllenfeuer bewahren. Schaut mal, was Abdullah ibn Aun sagte. Wallahi, eine Überlieferung, die ich liebe. Abdullah ibn Aun sagte, ذِكْرُ النَّاسِ دَا وَذِكْرُ اللَّهِ دَوَا. Er sagte, das Schlechtreden über die Leute, das Erwähnen der Leute, ist eine Krankheit, während das Erwähnen Allahs eine Heilung ist. Das Erwähnen der Leute ist was? Eine Krankheit. Gibt es Leute, die nur über Leute reden? Kennt ihr diese Seiten, die nur darauf aufgebaut sind, über Leute zu reden, zu urteilen und? Gibt es genug. Wer mich versteht, versteht. Aber dass du Allah erwähnst, ist was? Ich erinnere mich, was uns ein Sheikh erzählt hat. Sheikh ibn Ubas, rahimullah ta'ala, saß einmal in der Moschee und die Leute haben ihn Fragen gestellt. Dann sagte der eine zu ihm, ja Sheikh, was hältst du von den und den und den und den? Sheikh ibn Ubas, rahimullah, hat gesessen und gesagt, vergiss, was du gesagt hast, mach subhanallah, subhanallah, subhanallah. Und er hat das mitgemacht, die ganze Zeit. Vergiss, was du sagen wolltest. Vielleicht meinte er, um ein Urteil über diese Person, okay, aber trotzdem, was hat der Sheikh ihm gesagt? Hä? Mach lieber Tasbih. Könnt ihr noch? Wirklich? Nein, inshallah. Ich hätte sowieso weitergemacht, aber es ist schön mit eurer Zustimmung. Bismillah. Alhamdulillah. Der zweite Punkt. Wie Streit zwischen uns passiert, die schlechte Vermutung. Kennt ihr das? Einer ruft den anderen an, der geht nicht ran, der will nicht mit mir reden. Ich habe einen gegrüßt, der hat mich nicht zurückgegrüßt, bestimmt hasst er mich. Subhanallah, so eine Geschichte ist passiert. Die Überlieferung ist bei Imam Ahmad und Imam Ahmad Shakir sagt, diese Überlieferung ist sahih. Eines Tages war Sa'd ibn Abi Waqqas unterwegs. Und er sagte, marartu bi Uthman ibn Affan fil Masjid, fasallamtu alayh. Falam thumma lam yarudda alayya as-salam. Er ging an ihm vorbei, wollte zur Moschee und hat ihm gesagt, assalamu alaikum. Wer? Sa'd ibn Abi Waqqas. Was war er? Der Onkel von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er sagte zu Uthman ibn Affan, beide Paradiesbewohner, er sagte, assalamu alaikum. Uthman hat ihm keine Beachtung geschenkt. Überlegt mal. Er konnte nicht mehr. Er hat das nicht verstanden. Eine Welt ist für ihn zusammengebrochen. Dann sagte er, ging ich zu Umar ibn al-Khattab. Wer sagt? Ja, Umar, ich habe ihn gerade gegrüßt, Uthman. Er hat mir nicht geantwortet. Was soll ich tun? Dann hat Umar radiallahu anhu Uthman zu sich bestellt. Dann sagte er, Sa'd hat dich gegrüßt, warum hast du ihn nicht zurückgegrüßt? Er sagte, nein, er hat mich nicht gegrüßt. Er hat mich nicht gegrüßt. Dann sagte Sa'd, Wallahi, ich hab dich gegrüßt. Wallahi, ich hab dich gegrüßt. Er sagte, nein. Ah! Er sagte, Subhanallah, jetzt wo du es sagst, zu dem Zeitpunkt war ich genau beschäftigt mit einem Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen habe ich dich vergessen, zurückzugrüßen. Wollt ihr hören, um welchen Hadith es ging? Er sagte, dieser Hadith hat mich so beschäftigt, Uthman, weil einmal saßen wir in der Sitzung mit den Sahaba radiallahu anhum und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, welcher Hadith
unsere Sorgen und unsere Nöte nimmt. Und ein Wort, okay. 7 Minuten vorher kriege ich diesen Zettel. Ja, inshallah. Man bedroht mich, Salob. Wir machen weiter, inshallah. Wir sind die Mehrheit. So sagte Uthman radiallahu an, wir saßen in einer Sitzung mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam und danach wollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns genau diesen Hadith erklären, diesen Dua, wie wir unsere Nöte und Kummer nehmen können. Und wichtiger Dua. Dann kam aber ein Wüstenaraber von irgendwo und hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigt. Bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam irgendwann weitergeredet hat, aber ich habe nicht mitbekommen, was er gesagt hat. Dann bin ich ihm hinterhergelaufen. Mit zu seiner Wohnung. Der Prophet sallallahu alaihi ist reingegangen und Uthman hat gestampft die ganze Zeit auf dem Boden, dass er sich aufmerksam macht auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er ihm die Tür geöffnet und er sagte, ich wollte dann dieses Wort von ihm erfahren. Dann sagte Sa'd ibn Abi Waqqas, ich habe das Wort. Ich habe das Wort. Und das ist der Hadith, wo wir auch eine Ayah dazu haben, was Yunus alayhi salatu wasalam im Bauch des Wales gesagt hat, was sagte er? Na. La ilaha illa subhanak Allahu Akbar. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei At-Tirmidhi, kein Mu'min, kein Gläubiger, kein Muslim bittet Allah mit diesen Wörtern von Nuh, von Yunus alayhi salatu wasalam, außer dass Allah ihm jede Sorge hinwegnimmt. Jetzt hört ihr, jetzt wisst ihr, warum wir das immer oft sagen. Allah nimmt dir deine Sorgen damit weg. Schaut mal, was hat Sa'd ibn Abi Waqqas gedacht? Von Uthman. Er wollte mich nicht grüßen. Schlechte Vermutung. Wozu ist es dann gekommen? Es ist dazu gekommen, dass er dachte, Allahu Akbar, das kann nicht sein, dass dieser Mann mich einfach ignoriert. Und so denken wir oft, das war so, aber es war ganz anders. Ja, Achi, wenn dein Bruder dich nicht grüßt, dann grüße ihn nochmal. Wo ist das Problem? Aber es gibt auch Brüder, die grüßen dich nicht, weil sie Takfir auf dich machen. Du sagst Salamu alaikum, er macht nur so. Wisst ihr, was das heißt? Das ist die Fischsprache. Fisch, kennt ihr Fische? Er macht dir so. Damit es aussieht, er hat dir geantwortet. Er sagt eigentlich innerlich, La'natullah alik. Der Fluch Allahs über dich. Möge Allah diese Leute recht leiten. Ich habe gehört, ihr habt auch einige hier in Bremen. Hä? Auch unter den Schwestern, mashallah. Wallahi, möge Allah azawajal uns nur auf der Aqida von Ahlus Sunnah. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Wir haben ein Beispiel von diesen Khawarij und Takfiriyin in der Zeit von Ali ibn Abi Talib. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in seiner Zeit, Hum kilabun nar, die Hunde des Höllenfeuers, sie beten mehr als ihr, sie fasten mehr als ihr, aber sie gehen aus der Religion heraus, wie wenn jemand mit einem Pfeil schießt, dieser Pfeil geht durch die Jagdbeute, so schnell gehen sie auch von der Religion heraus. Trotz all diesen Überlieferungen, was sehen wir? Die Leute, die ihnen das heute genauso nachmachen. Komisch? Komisch. Wallahi komisch. Entweder haben sie nichts gelernt, aber wir sagen doch, sie wissen das. Aber was hat Allah blind gemacht? Ihre Herzen. Tayyib. Allahu Akbar. Liebe Geschwister, das letzte Thema, worüber wir reden, Nationalismus. Auch das trennt zwischen uns. Ey Wallah. Unser Sheikh hat uns einmal erzählt, bei sich in der Moschee, als er die Reihen gerade gerichtet hat, gab es einen Bruder aus einem bestimmten Land. Ich will jetzt nicht sagen, aus welchem Land, aber es sind auch Leute aus diesem Land vertreten. Neben ihm war ein farbiger Bruder, das heißt ein schwarzer Bruder. Dann hat er seinen Fuß weggezogen und sagte, neben diesem werde ich niemals meinen Fuß tun. Überlegt mal. Allahu Akbar. Und so ein Problem gab es zwischen den Sahaba radiallahu anhu. Warum nenne ich euch die Probleme der Sahaba? Haben sie miteinander auch gestritten? Aber was war der Unterschied nochmal zwischen ihnen? Wir haben es zugelassen, dass mit Koran und Sunna. Es wurde über sie mit Koran und Sunna gerichtet. Einmal war Abu Dharr. Wer ist Abu Dharr? Paradiesbewohner. Er hat das Paradies versprochen. Er hatte einen Streit mit Bilal al-Habashi radiallahu anhu. Bilal al-Habashi, geehrte Person,
der Muadzin von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte er zu ihm, Yabna Sauda, du Sohn einer schwarzen Mutter. Im Arabischen, wenn du das sagst, das hat eine ganz andere Wirkung, ja? Ich meine jetzt auch im Deutschen, schwarz kann neutral sein, richtig? Wenn man sagt, ein schwarzer Mann kann neutral sein. Men in Black zum Beispiel. Aber im Arabischen, Yabna Sauda, das heißt Kriegserklärung. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr zu sich bestellt. Abu Dharr stand vor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu ihm, A'yartaha, A'yartahu bi ummi, hast du seine Mutter beleidigt? Innaka mri'un fika jahiliya. Du bist nichts anderes als eine Person der Jahiliya. In dir gibt es Jahiliya. Subhanallah. Wird jeder diesen Hukum akzeptieren? Nein. Er hat ihm gesagt, du bist eine Person, der Jahiliya in sich trägt. Schaut mal, was Abu Dharr gemacht hat. Nein. Er hat sich gelegt vor Bilal und gesagt, Allahu Akbar. So ist er rausgegangen, hat sich vor Bilal hingelegt, seinen Kopf auf den Boden und gesagt, tritt mich. Tritt mein Kopf. Wisst ihr, was Bilal in einer Überlieferung sagte? Er sagte zu ihm, Wallahi, niemals werde ich meinen Fuß auf einen Kopf setzen, der sich vor Allah niederwirft. So waren sie. Yabna Sauda, du hast mich hart getroffen, aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat dir gesagt, was du falsch gemacht hast. Ich bin bereit zu verzeihen. So, khalas, khalas. Was hätten wir daraus gemacht? Kennt ihr Film Hindi? Im Arabischen sagen wir Film Hindi. Die haben so viele Teile, dass sie gar nicht mehr aufhören. Wir hätten daraus eine Riesengeschichte gemacht. Bei Social Media gepostet, Facebook. Ich wurde verletzt. Mir wurde Unrecht angetan. Oh, ihr Menschen, versammelt euch gegen ihn. Kauft die Baseballschläger in dem Laden, die sind gerade günstig. Und. Er macht eine riesen Story daraus. Aber nein, du bist ein Mann, der Jahiliya in sich trägt. Unterlass das. Ich habe bereut, ich mache das nie wieder. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna akramakum inda Allah atqakum. Der Edelste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste. Und schaut mal, subhanallah, was Ibn Abbas sagt. Lamma kana yawmul fath Mekka, أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا حتى على ظهر الكعبة فأذن. Als die Befreiung, der Tag der Befreiung von Mekka war, ist Bilal al-Habashi hochgegangen auf die Kaaba und hat von dort Adhan gemacht. Bilal al-Habashi. Und hier haben wir eine Hikma von Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Was ist die Hikma? Warum hat er nicht jemand von der Familie hochgeschickt? Nein. Er wollte ihnen zeigen, das ist der Islam. Bei uns hat jeder seine Stelle. Als er oben war, sagte einer von den Götzendiener unten, er sagte, Alhamdulillahi alladhi qabada abi hatta la yara hadha al-yawm. Alhamdulillah hat Allah schon bereits die Seele von meinem Vater genommen, dass er nicht sieht, dass ein Schwarzer oben den Adhan macht auf der Kaaba. Das war der Anlass und dann kam die Eier herab. Der Edelste von euch ist der Allahu Akbar. Allah hat geantwortet für ihn. Allah subhanahu wa ta'ala hat geantwortet für ihn, liebe Geschwister. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, und damit schließen wir ab, die Überlieferung ist bei Imam Ahmed, er sagte, Antum Banu Adam. Ihr seid die Kinder von Adam. Wa Adamu min Turab. Und Adam ist aus der Erde erschaffen. لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمٍ. Er sagte, ihr seid die Kinder von Adam und Adam wurde aus Erde erschaffen. Die Leute, die Nationalismus in sich tragen, sollen aufhören, über ihre verstorbenen Vorfahren zu protzen, zu prahlen, die Brennstoff für das Höllenfeuer sind.
Kennt ihr die Leute? Ich bin Araber, ich bin Kurde, ich bin Türke. Man sagte einmal zu einem türkischen Bruder, bist du Muslim? Er sagt, Alhamdulillah, ich bin Türke. Ja, wie? Bist du Muslim? Alhamdulillah, ich bin Türke. Was denn nun? Lässt sich auch vereinen miteinander. Man kann Türke und Muslim sein, aber er sagt, nein, Alhamdulillah, ich bin Türke. Dieser Nationalismus hat zwischen uns getrennt. Eine Frage. Wie viele von euch sind Araber? Wer ist Araber? Alhamdulillah, dass ihr euch outet. Alhamdulillah. Wer ist Türke? Wer ist Kurde? Okay, gut, dass die Türken nicht neben den Kurden sitzen. Wer ist Albaner? Auch die haben wir vertreten. Bosnier. MashaAllah, tabarak al-Rahman. Und wer hat keine Heimat? Gibt es einen Witz? Wo kaufen die Kurden am liebsten ein? In Kaufland. Wallahi, ich sage das von hier. Und wir sind an einem Ort, den Allah am meisten liebt, wie ihr wisst. Ich liebe euch alle. Und die Nationalität ist mir sowas von egal. Wir waren letztens bei einem Bruder auf der Beerdigung. Die Berliner wissen das. Ein älterer Bruder, der lange Zeit Krebs hatte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn ins höchste Paradies eingehen lassen. Subhanallah, er war Bosnier. Wisst ihr, wie mein Herz an diesem Tag wirklich geleuchtet hat? Alle Nationalitäten waren vorhanden. Er war Bosnier, die Araber waren da, die Türken waren da, die Kurden waren da, die Bosnier waren da, die Albaner waren da. Warum? Weil es ging nicht um Nationalität, sondern um einen Bruder. Das ist Islam. Richtig? Das ist Islam. Und ich sage einen jeden, er soll Allah Azza wa Jalla fürchten, der die Nationalitäten liebt. Wir sehen das oft in den Moscheen, die Marokkaner sitzen mit den Marokkanern. Und keiner kriegt von ihrem Tee, außer die Marokkaner, diesen leckeren Tee. Wir wollen auch Nana-Chai trinken. Warum gibt ihr uns nicht? Nein, nein. Du bist kein Marokkaner. Die Tunesier sitzen mit den Tunesiern. Die Palästinenser mit den Palästinensern. Allahu Akbar. Wo sind wir denn? Gibt es hier Richtlinien, wer mit wem sitzt? Sowas haben wir nicht. Ihr seht, Leute, die große Größen waren im Islam. Nennt mir drei Sahaba, die Ausländer waren, aber eine gewaltige Stellung im Islam hatten. Nein. Salman al-Farisi, was war er? Perser. Bilal al-Habashi, was war er? Habashi. Wie sagt man Habashi? Äthiopien, ne? Nein. Noch einer. Wen kennt ihr noch? Ha? Suhaib al-Arubi. Er war Römer. Das waren gewaltige Leute unter den Sahaba. Weil die Religion versteht kein was, kein Nationalismus. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere gesamten Sünden vergeben. Möge Allah azza wa jalla uns auf unsere Zunge achten lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Gottesfurcht geben, auf dass wir immer versuchen, gerecht zu handeln. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ich entschuldige mich wirklich vielmals, dass wir etwas überzogen haben. Man hat mir dann auch geschrieben, 3.30 Uhr ist Pause. 3.36 Uhr ist noch im Rahmen, oder? Also für einen Araber gut. Ja, Alhamdulillah. Wir hatten ganz andere Seminare gehabt. Da ging es manchmal Stunden später weiter. Jetzt, liebe Geschwister, wir werden keine Fragen machen. Heute Abend werden wir eine große Fragerunde machen mit den anderen Schuyuch und Geschwistern, bi'idhnillah ta'ala. Jetzt habt ihr Zeit, etwas zu essen, bi'idhnillah ta'ala. Wer etwas essen möchte in der Moschee, er ist herzlich willkommen. Wer etwas essen möchte außerhalb der Moschee, so soll er sich nicht beklagen, wenn das Essen hier doch besser schmeckt. Möge Allah euch bewahren.